So, wir waren stehen geblieben bei der Saboteur. Wir haben letztens versucht, wieder mal diese absolut bescheuerte Jailbreak-Mission zu beenden. Wir haben jetzt neue Waffen bekommen. Schon wieder. Gucken, was wir diesmal bekommen haben. Letztens hatten wir, glaube ich, Panzerfaust und so. Was ist doch das, was Neues hier, oder? Was ist denn da für neu? Es gibt wirklich jede Menge jede Menge Waffen. Aber wir können uns erstmal hier so eine Hunting Rifle kaufen. Obwohl, wir haben schon eine. Stimmt, wir haben die Mission ja geschafft. So, na gut, egal. Wir gehen jetzt zu der äußerst hübschen Margot wieder zurück. Halt, hier geht's nicht lang. Margot ist hier drüben. Ja, wir haben den Spasten letztens befreit, sind dabei mindestens 6 Mal selber drauf gegangen. Ja, tut mir leid, manchmal passiert sowas einfach mal. Ah, hier sitzt er. Muschi. Mr. Devlon. How good of you to come. What can I do for you, Madame Bonaire? You are a young man, Mr. Devlon, and I am a very old woman. So let me tell you something of the ways of the world. I'm listening. Wars are not fought with bullets and bombs alone, Mr. Devlon. In order to destroy a society, one must first destroy its culture. Art and literature can become powerful weapons in such a battle. The Germans understand this truth better than anyone. I'm not sure I follow. Before the invasion, I worked as an arts restorer at the Louvre. I have watched in horror as the Nazis plunder our national treasures and defile our cultural heritage right under our very noses. People are getting killed out there, Mom. What's so damned important about a bunch of paintings? Ah, don't play the fool, Devlon. Our culture is the soul of the French people. Without it, this nation will not survive. What do you want me to do about this? A Nazi general by the name of Loder has organized a series of book burnings in Paris. Thousands of rare and priceless volumes have already been destroyed. I want you to put an end to this atrocity. Perhaps I'll compose a nasty poem in the general's honor. A bullet in the head will suffice. General Loder deserves no less, I assure you. Good day, Mr. Devlin. Wow, naja, 1800er Jahrgang, was will man da erwarten? So, wir müssen zum Arc de Triomphe gehen. Und dort werden Bücher verbrannt. Das kann man natürlich nicht zulassen als braver irischer Bürger. Ich finde es eigentlich auch bescheuert, was die Nazis damals gemacht haben, aber naja. Die Sachen, sage ich mal, immer sind vorbei, Gott sei Dank. Und ja. Ist manchmal blöd, dass wir hier die Suppe jetzt auslöffeln müssen. Na komm. Ey! Jetzt. So. Wir nehmen natürlich unseren Altherr wieder. Dankeschön. Oh, ein dunkelblau, sehr schön. Ja. Ich glaube, der Arc de Triomphe ist gleich hier vorne. Oh, steht schon einer. Upsala. So, ich glaube, weit haben wir es gar nicht heute. Ah, hier vorne. Soll ich jetzt hinfahren hier? Gut. Ich denke mal, da wäre ja ein. In der Arsch. Ihr Arschgeigen. Schon mal von der anderen Seite hier ein bisschen. Ich will mein Auto behalten, dass ich schon möglichst klar abhauen kann. Ich glaube, dieser rote, die rote Markierung ist damit gemeint. Ja, hier kommen wir rein. Wie machen wir das jetzt? Wieso kann ich nicht mehr schießen? Na, schaffen. Nur bloß noch abhauen.
dass ich das noch überlebe, obwohl... Scheiße. So schwer war das gar nicht. So, wir machen das natürlich jetzt gleich nochmal, möglichst diesmal ohne angefackelt zu werden. Oh, diese Flammenwerfer, voll Idioten. Oh mein Gott. Stell mich mal ein bisschen weiter weg hier. So. Hey, einstecken. Oh, Glück gehabt. So. Man könnte sich natürlich auch hier oben irgendwo ver... Ah, verpiss dich. Oh, dieser scheiß Flammenwerfer-Assi hier vorne. Oh mein Gott. Steig mal bitte ein hier. Wir machen das jetzt ganz professionell. Oh mein Gott. Ihr Spastis, euch töte ich. Wieso überlebe ich das eigentlich? Oh, hallo. Whoa, 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 whoa. Ich glaube, das wird keine gute Idee sein hier. Scheiße, ich stand direkt. Was ist denn das für ein Typ, ey? Oh mein. So, ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier. Wow. Ah, nicht ruckeln! Das gibt's doch gar nicht, ey. Wie lange lebt denn der Sack, ey? Alter Schwede. Jetzt abhauen hier. Ey, ich hab die Schnauze voll von der Mission mittlerweile, ey. Ich hab diesen Idioten jetzt endlich nach 5 Versuchen oder so, ich weiß nicht. So, jetzt hauen wir ab hier. Gott sei Dank, ey. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf diese Rotzmission jedes Mal, ey. Sorry, aber. Na, ja, ging gerade noch so. Wo ist diese Margot jetzt hin, diese Muschi, ey? Ich glaub, hier war's. Alter, die ist wo ganz woanders. Oh, 5-mal abgekratzt bei den Typen, weil jedes Mal irgendwelche Spastis kommen, ey, mit Flammenwerfern oder sonst welchen Müll, ey. Sowas nervt dann wirklich. Naja, so ist. Denk mich. So. Oh, nee, hab die. Nee, mir reicht's. So. Oh, wir haben die Mission jetzt geschafft. Ich werde einen kleinen Zusammenschnitt machen über dumm sterben bei diversen Missionen. Ja. Aber diesmal ging es deutlich schneller wie bei der Jailbreak-Mission. It's not much of a bloody emergency then, is it?